Also, wir stehen hier im nördlichsten Olivenhain der Welt. Die Idee kam damals noch mit einem alten Partner zusammen, hier einen Olivenhain zu etablieren. Knapp um 2009 rum hat mich der Michael Becker angesprochen und auf sein Olivenfest eingeladen. Und da bin ich jetzt seit 10 Jahren mit dabei. Und vor knapp 3 Jahren hat er mich darauf angesprochen und gesagt, dass hier bei den Olivenbäumen, die er hier stehen hat, die Oliven so gut gedeihen, dass er die mal ernten möchte und vielleicht auch mal Essoliven draus machen möchte. Wir wollten einfach mal gucken, was geht hier in Deutschland, was geht hier im Rheinland. Da war ich total begeistert und habe dann relativ spontan gesagt, da müssten wir jetzt eigentlich auch in der nächsten Konsequenz Öl draus machen. Die Sterne standen eigentlich ganz gut, weil die Kölner Bucht, also sprich hier südliches Rheinland, im Winter eigentlich recht milde Temperaturen haben. Klar haben wir auch Fröste, aber eigentlich müsste das gehen. Es ist halt die wärmste Region in Deutschland im Winter. Und dann zeichnete sich in diesem Jahr an, dass es eine sehr, sehr starke Ernte werden wird. Da wollte ich unbedingt, dass wir das jetzt realisieren und habe tatsächlich in Italien eine kleine Ölmühle gefunden, die dann nach etwas schwieriger Logistik auch tatsächlich hier angekommen ist. Und da machen wir dann jetzt tatsächlich das nördlichste Olivenöl der Welt raus, auf dem 51. Breitengrad. Hier in Europa ist eigentlich der 46. Breitengrad bisher der nördlichste Punkt gewesen. Und weltweit war der 49. Breitengrad in British Columbia, Süden Kanadas, der bisher nördlichste Punkt, wo überhaupt mal Olivenöl hergestellt wurde. Und dann haben wir direkt nochmal 2 Breitengrade übersprungen und sind jetzt hier auf dem 51. Breitengrad. Das ist total verrückt eigentlich. Meiner Meinung nach auch ein ganz extremes Statement hinsichtlich des Klimawandels. Oliven, wenn die dann von der Ernte zurückkommen, dann werden die erstmal gewaschen und von Blättern und Zweigen und so weiter befreit. Als ersten Schritt. Im zweiten Schritt kommen sie dann in den Zerkleinerer und durch ein Schneckensystem werden dann da die Kerne aufgebrochen. Und diese Masse kommt dann im dritten Schritt in den Malaxierer. Und der Malaxierer, der dreht und walkt das Ganze für ungefähr 30 Minuten und setzt die Enzyme frei. Und dann haben wir die Masse, die in die Presse kommt und durch Pressdruck wird dann wirklich der Saft rausgepresst. Und dann im allerletzten fünften Schritt ist dann dieser Olivensaft in einem Behältnis, wo sich die Schwerkraft, das leichtere Öl, über dem schwereren Fruchtwasser absetzen kann.